Jetzt sehen wir das. Alles klar. Ja, Aloha zusammen. Herzlich willkommen zu der heutigen Partie in der Runde 2. Sind wir? Ist das richtig? Sind wir Runde 2, Leute? Ja, ne? Wir sind Runde 2. Im Upper Bracket, genau. Und zwar ist es Rabenblut gegen Levin. Und ja, könnt ihr mal Hallo sagen. Und Rabe lässt hier gar nichts anbrennen, schon mal direkt mit dem Map-Pick. Wunderbar, finde ich schön. Ich vorbereiten kann. Dschungel Haratz. Ja, wunderbar, da haben wir schon mal eine Map. Dann darfst du dir jetzt schon mal die Posi auswählen. Schön, dass wir direkt zur Sache kommen, Position auswählen. Und auch deine Buttons sagen, schreiben, kannst du beides gleichzeitig machen, wenn du willst. Ja. Ja. Tom, nicht vergessen, dir das auch zu notieren, ne? Ja. Damit du das nicht. Himmler. Alles klar? Wieso finde ich die Map nicht? Dschungel Haratz? Das kann ich dir nicht sagen. Ich finde die Map tatsächlich nicht. Ist irgendwo bei D? Müsst ihr aber bei D oben. Ja, ich bin bei D, aber ich gebe auch D ein und. Ich suche sie dir mal eben. Wir machen einfach weiter, was? Doch, bei D ist sie, Dschungel Haratz, so heißt sie. Wann mal Imla und Harat. Alles klar. Imla raus. So viele Karten mit dir gibt's da nicht, Tom. Quatsch. Ja, genau. Und ich habe keinen Dschungel. What? Das ist schlimm. Dann spielen wir eine andere Karte. Die kenne ich. Ja, komm, dann hoste ich. Hopp, hopp. Falls du sie jetzt nicht haben solltest, dann haben wir sowieso ein Problem. Dann kannst ja, weil die Map Baranduin. Ja, weil die Map Dschungel heißt. Okay. Dann, wow. Hä? Die haben es auch gesagt. Die Map Dschungel heißt. Ja, aber mit J und nicht mit D. Die heißt bei mir Jungle, die Map. Ach so, ja. Wenn du es auf Englisch hast, dann kannst du ja denken, dass es auf Englisch ist. Ja, okay, ich habe das Spiel aber nicht auf Englisch. Oh, also. Stimmt das nicht. Ja gut, gut, dann hoste ich jetzt auf jeden Fall. Gut, was waren die Bands von Levin? Imla und Harad. Imla und Harad, okay, jetzt eine Frage, so ein Völkchen picken. Ja, ich nehme Nebel. Du nimmst Nebel. Dann nehme ich Menschen. Dass man das hier nicht wegmachen kann. Und du nimmst Menschen. Die Einstellungen anpassen kann. Hm? Ja. Du hast noch eigene Helden, Ringhelden drin. Ja, das ist korrekt. und Rabe, was hast du nochmal gebannt? Sorry, ich hatte das jetzt. Imla Zwerge. Okay, Rabenblut Zwerge. Mit Nebelberge zu schreiben ist echt zu lang, ne? Wenn ich einfach nur Rabe, es tut mir leid. Warte. Levin, du hattest auch Imla und Harad, ne? Ja, genau. Als Band. Oh, ganz professionell hier alles eingestellt, ne? Wunderbar. Möchtet ihr noch vorher was sagen, bevor eure Partie beginnt? Achso, was sind eure... Ich habe euch jetzt einfach... Farben, ist das okay, rot und blau für euch? Ich habe jetzt so ein Freund nicht gefragt gehabt. Also Rabe rot und Levin blau. Ist das okay? Kann ich auch grün nehmen? Ja, muss ich das halt extra ändern. Achso, ja, mach ich dann. Ja, ist okay, Okay, super, danke. Also die dunkelgrün. Ja, okay. Dunkeltan. Ja, Rabe, du musst dich noch setzen, ne? Nicht vergessen. Ach, setzen. Ja. Also, genau. Wunderbar. Und dann würden wir euch mal rumschieben. In eure Channels. Und, oder möchtest du zusammen sein, oder? Ach, mich kannst du alleine packen. Gut, dann ist das entschieden. Auf eine gute Runde. So, Dille, ja, nachdem es hier erstmal halbwegs ein paar Probleme gab und so, haben wir es jetzt hinter uns gebracht. Danke für die Subscriptions an Tom und auch an Jan Götze und vorhat noch jemand anderes. Kein Problem, der längste Abonnent muss denn. Das ist richtig, Terat war das vorhin, genau. Vielen lieben Dank dafür. Ja, du musst es noch Beobachter bei dir machen. Ja, merke ich gerade. Es hat mir gerade gesagt, dass die Karte maximal 2 Spiele unterstützt. komisch. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich bei den Unchained Map scheinbar nach den englischen Namen suchen muss. Das ist gut. Aber jetzt müssen wir eben das eben auch ausmachen. So, dann sieht man nicht mehr. Kann sein, dass mir da einfach irgendeine Datei fehlt. Das Bild vielleicht hast du Unchained auch auf Englisch installiert? Nee, ich habe eigentlich extra Deutsch angegeben gehabt. Ja. Naja, who knows? Let's go. Auf jeden Fall starten wir jetzt in die Partie hier. Zweite Runde des Upper Brackets. Rabe gegen Levin.
Und man muss sagen, Rabe geht hier, glaube ich, als Favorit in die Partie, ne? Ohne jetzt parteiisch sein zu wollen. Aber mal gucken, vielleicht kann uns Levin hier überraschen mit den Menschen des Westens. Gucken, ob wir hier was für ein Volkwind nehmen. Ich glaube, es wurde Arno wurde bisher nicht viel gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube nicht, nee. Ja, und wir kriegen auch einen Arno. Oh, wir kriegen Arno. Ja, gut. Nice. Ich habe die Map heute ein paar Mal gespielt gehabt und boah, ich finde die verwirrend, die Karte, ne? Wenn ich das hier so angucke, die Wege, ja. Ja, ja, es ist schon es ist sehr wild. Vor allem, wenn du hier diese kleinen Steinchen hier siehst, hier so im mittleren Bereich, das sind ja so Steine, die man anklicken kann, so große rote, ne? Warte mal, ich. Ja, gut, ne, ich sehe es auf jeden Fall, du kannst ja noch suchen. Die kann man kaputt machen und ich sag mal so, den einen hier, den sieht man hier echt schlecht, muss ich sagen, hinter dem Gras. Ein bisschen wild hier durchzukommen. Ab und zu. Ich wundere die Büffel in der oberen Ecke. Was, die Büffel in der oberen Ecke? Ja, ja. Oh, Büffel? Büffel? Ach, nee, ah, das sind Great Beasts. Ah. Ach so, ja, ja, hier. Also man kann hier auf jeden Fall was auf der Web hier erkunden. Optisch auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht, die Karte. Zum Spielen finde ich sie legit, ja, was sehr, sehr anstrengend, anspruchsvoll. Levin, gucken wir uns mal die Stadt der beiden Spieler an. Na, mittlerweile sind sie erstmal drin. Normale Gondor-Kaserne, Arnor-Kaserne. Bei Rabe sieht's auch, ja, ich sag mal, relativ normal aus. Plündermine und creept sich hier auch erstmal ein bisschen durch die Gegend und baut hier seine einzelnen Ork-Gruben erstmal auf. Also er rennt tatsächlich nicht direkt rüber. Ist aber auch auf der Map, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Bei diesen verwobenen Wegen ab und zu. Hier hat man auch direkt einen Creep in der Mitte. Ja, hier blockiert die Steine. Aber man könnte über die Außen. Das anklickbare Boot gefunden. Das anklickbare Boot. Ja, links oben in der Ecke ist ein anklickbares Boot. Links oben in der Ecke. Da ist ein Stein anklickbar. Hier rennt eine Ziege oben auf dem Fluss. Auf dem Fluss. Ach da, ach das Boot, ja, das Posaunenboot. Ah, okay. Ja. Okay, so, jetzt wird Rabe, genau, tatsächlich macht jetzt hier auf der rechten Seite hier Rabe auch diesen Stein etwas kaputt. Er ist super schwierig anzugreifen, weil da, wie man sieht, hier nur die ersten zwei Units hier angreifen. Die anderen können hier nicht richtig rein, in diesen kleinen, dünnen Gang hier. Deswegen dauert das auch ein bisschen, diesen Stein kaputt zu machen. Aber hey, 50 Gold gibt's als Belohnung. Und wir sehen, Rabe geht. Ich weiß endlich, welchen Stein du meinst. Nice, ja, ist das schön. Und dahinter ist noch ein Stein. Den sieht man aber schlecht. Da muss man die Kamera verdrehen. Ah, ja, ja. Tatsache, ja. Stimmt, ja, der wird durch die Fahne verdeckt, durch die überdimensionierten. Ja. Und wie gesagt, bei Rabe sieht man mal an, sag ich mal, Moria-Start. Also, er wird Moria-Orks aufbauen. Was ich bisher ein bisschen selten anscheinend gesehen habe. Auf was geht man normalerweise? Ich habe die meisten gesehen, die eher Gundabad sehr schnell waschen, sag ich mal, und maybe auch mit Ork statt. Aber wie gesagt, sehr wenig Moria-Orks. Also, aber was jetzt, ich kann dir nicht sagen, ob das normal ist oder so. Und was ich interessant finde, dass Rabe sich jetzt tatsächlich diese mittleren Wege hier erstmal freischlagen will. Auch mit seinem Speerheld, seinem Nohim Hadschar. Aha, Nohim Hadschar. Genau, ist er ja schon zu Gange. Und da steht ein Trupp Orks, der aber nichts macht. ja, es ist, ja, wie gesagt, es ist zum Angreifen ab und zu ein bisschen schwierig, aber warte mal, guck mal, gibt es auch. Ne, jetzt hört er auf anzugreifen, okay, Rabat hat keinen Bock mehr. Okay, naja, passt schon. Ja. Wird schon einen Grund haben, bestimmt. Ja, Levin hat sich. Oder unten, er rennt einmal drumrum. Ja. Was? Unten hat sich Levin jetzt den Troll auf jeden Fall geholt gehabt. Also, ich glaube, jetzt haben wir genug die Karte begutachtet. Und jetzt kommt hier natürlich ein schöner Fight zustande. Halbwegs schöner Fight. Kaffee muss er erstmal um sein Leben rennen. Und ich denke, prinzipiell kann er das fighten, maybe. Ich hätte Kaffee halt auf Schwert gewechselt, auf jeden Fall. Wow, ja, ja. Jetzt sind die Fledermäuse da. Ja, er sollte noch Schwert wechseln. Ein Horn wäre gut. Er hat auch 3 Spellpunkte tatsächlich. Also, Levin könnte hier eigentlich mit Spells hier gut was drehen, theoretisch. Aber prinzipiell braucht er ihn tatsächlich lustigerweise gar nicht, die Spells. Nee, weil Rabe, warum tötet er nicht Kaffee? Warum? Vielleicht hat er es nicht gesehen, vielleicht Angst gehabt, vielleicht wollte er seine Orks behalten. Kann gut sein. Ja. So, aber Levin hier auch in der Mitte am Creepen, also oben der Troll steht. Bei Levin kommen jetzt Stallungen. Ja, Stallungen. Was ich komisch finde, weil er baut Zeltlager. Ja, er hat aber auch
eine Farm draus? Eine Farm draus, ne? Nur, oder? Okay. Aber ja, eine Farm hat draus. Ja. Okay, so. Aber prinzipiell Reiter, glaube ich, ist an sich immer eine gute Wahl gegen Nebelberge. Kommen wir erst relativ spät an Piken, vor allem, wie gesagt, wenn man jetzt nicht Gunderbad wascht, brauchen sie da erstmal Gorkel für. Die Trommel, ich weiß nicht, ob du das weißt, die Trommel ist ja mittlerweile ein guter Counter auch zu Reitern geworden. Ja. Unchained. Ich glaube, ich habe allgemein irgendwas mit meinen Spieldaten, stimmt nicht, weil ich sehe gerade, wenn ich über Unchained Units hover, wie aus Rabes Varg Bau, steht bei mir da Missing Varg Fimbul Pack. Wo bist du bei? Ach, da. Der hat ein bisschen unterhalb von Vargbau. Und da kann man Fimbul oder ein Varg, Wild Varg Pack Fimbul. Und ja, ich weiß gut, ja. Vielleicht ist da einiges bei Tom drunter und drüber gegangen bei der Installation. Ist ja auch nicht so einfach, ne? Ich habe dein Tutorial befolgt. Tja. Aber vielleicht, weil es mal der Imla-Cup-Ordner war, weil ich habe die Imla-Cup-Dateien eigentlich rausgenommen. Ah, die Game-Dat vom Imla ist aber, glaube ich, noch drin. Das könnte gut sein. Das ist natürlich also sehr nicht gut. Die Game-Dat, die German. German-Patch meinst du? Ja, genau. Ja, es könnte sein, dass er es überschreibt, ja. Das ist sehr gut möglich. Oh, da ist ein Häuptling von Rabe. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Also nee, aber ich sehe gerade die Reiter, die jetzt hier rauskommen. Die ersten Orks hier überrannt haben. Ist ein bisschen schade für Levin, dass jetzt Rabe direkt die Orks gesehen hat. Und die Gundabad-Waage, die man mittlerweile bauen kann, die sind ja auch als Reiterkonter gedacht, tatsächlich, ne? Mal gucken, ob wir die zum Einsatz sehen. Und warte mal, warum ist dann so ein Reiter hängen geblieben? Bei dem Wood? Das weiß ich auch nicht. Das ist extrem merkwürdig. Das sah wirklich komisch aus. Hat der Karfein überlebt? Ja, der hat überlebt. Ja, ja, der hat immer noch seinen Spaß hier unten. Der wurde gerade von Wohim Ratscha. Der gute Nochim hat ja. Ja, und jetzt mit den Reitern hat Levin auf jeden Fall die Chance, hier ein bisschen Druck zu machen. Hat auch tatsächlich 550 CP, also Levin hier gut, hat mittlerweile eine gute stattliche Armee hier in der Mitte. Oh. Und kann jetzt weiter vorgehen. Rabe Space mittlerweile ein bisschen die Zeltlager einzureißen. Kommt aber tatsächlich nicht so gut an, weil er macht das gerade mit Speerträgern. Ja. Mit einem Trupp und da ist jetzt halt dann die Armee. Ja, lustigerweise kommt Levin aber nicht da richtig ran, ne? Weil sie sich da reinklumpen in das Zeltlager. Und das werden sie, wenn sie es forcieren, wohl bekommen. Außer Levin bekommt hier noch einen Neuaufbau, aber holt er sich wohl nicht. Oder? Kommt Rabes? Sieht echt knapp aus. Sieht echt knapp aus. Nee, ich glaube, er bekommt es nicht mal. Jetzt geht er weg. Okay, jetzt geht er weg. Oh, wie gesagt, Gockel hier am Start und der muss ein bisschen aufpassen, Rabe. Der rennt hier gegebenenfalls in sein Verderben gleich rein. Wo hoppelt er denn hin? Also, hallo, das ist nicht Gorkil, ich bitte dich. Ja, der Häuptling, Entschuldigung. Ne? Der Häuptling, ne? Der also, hoppelnde Häuptling. Der wollte ja loregerecht bleiben und so. Ja, hoppelnde Häuptling. Ja, die Reiter haben den Warkhort übrigens in der Zeit entdeckt. Und die jetzt auch eingerissen. Ja, das ist sehr gut. Für Levin auf jeden Fall. Wie gesagt, Base von Rabe mittlerweile komplett ausgebaut, ganz viele Plünderminen. Und Orkstadt wird auch aufgebaut. Ne, wollte gerade sagen, wird jetzt Zeit, wenn man seine Base auf hat, dann wird Zeit auch die weitere Sachen zu bauen. Definitiv. Vor allen Dingen, er hat jetzt auch 5 Plünderminen. Das heißt, 4 Plünderminen. Das heißt auch schön minus 20% Gebäudekosten. Ja, das lohnt sich seit. Und wir sind in den Orkbau, also eine Ork-Kaserne. Also eine Ork-Stadt-Kaserne. Das heißt, wir werden gleich ein paar Nackte sehen dürfen. Wenn sich drauf freut. Ja, Rabes Lieblingstaktik. Oh ja. Wie habe ich sie nicht vermisst? Ja. Und Rabe natürlich ein bisschen, sag ich mal, greedy unterwegs in der Hinsicht. Lässt hier auch seine Orks tatsächlich gerade einfach ein bisschen sehr abschlachten von den Reitern. Ja. Also prinzipiell natürlich die Zeit spielt mit Ork-Stadt und sowas natürlich ein bisschen für ihn. Weil er halt schon, würde ich sagen, einen relativ greedy Path gegangen ist hier gerade. Während die Base von Levin noch relativ leer ist, also sag ich mal, noch sehr blaue Plätze sind frei. Oh, Schmieden dafür drauf. Trollhort, das nicht gesehen und das Spiel hängt. Hoppala. Das Spiel hängt? Ja, bei mir ist jetzt gerade kurz gehangen, witzigerweise. No! Rabe hat einen Trollhort bekommen durch sein. Was war das? Warte mal. Moment, wo?
Ach, da, warum bebt mal. Die Erde? Ja, weil da ein Steinschlag gesetzt wurde, aber ich weiß aber nicht, wohin der gesetzt wurde. Ich habe die auch gerade gesucht. Aber da war hier halt nichts. Also vielleicht ein Missklick oder so? Ja. Von Levin. Und ja, Ra mittlerweile hier echt unter Bedrängnis, tatsächlich so ein bisschen. Ja. Muss jetzt hier schnell mal ein paar Truppen produzieren können. Allerdings Levin jetzt zwei Trolle da. Er hat zwar einen Trupp Speerträger, aber ist ein bisschen arg umzingelt. Das heißt, die kleine Truppe da vorne wird da verlieren. Die Farben übrigens sehr gut für mich. Also bitte verzeiht mir. Ich erkenne leider nicht, wer ist. Ach so, du hast ja eine Rot-Grün-Schwere. Ja, und das ist auch noch der Grünton, den ich wirklich so... Also der macht's schwierig für mich. Bin ja, ehrlich, gut. Vor allem, wenn die beiden zusammenstehen. Ja, gut, aber hey, du erkennst den Unterschied zwischen Orks und Menschen vielleicht ab und zu? Nein, das ist identisch. Das absolut ist identisch. Das ist natürlich sehr bitter. Ne? Auf jeden Fall auf der Südflanke hier oder rechten Flanke hier Levin auch noch am Drücken. Macht er sehr, sehr schön. Muss jetzt in der Mitte dann aufpassen, dass er den Druck nicht verliert, weil dann sonst Rabe sich einfach wieder rüberlaufen kann und dann dort verteidigen kann. Ja, wenn er jetzt einen Druck... Jetzt bringt schon draußen. Ne? Stimmt, Euler, holy shit. Vier Trolle. Also, aber ich bin mal gespannt. Ich meine, Trolle an sich ist ziemlich nice und gut gegen Reiter auch zu verwenden. Und prinzipiell wurden aber Waldläuferlager gebaut und ich weiß nicht, ob Bogenschützen kommen von Levin. Ja, Schießstand ist auch gebaut worden. Waldläufer kommen jetzt hier. Ist natürlich sehr gut. Was ist das? Viertelfinale? Nein, das ist tatsächlich Runde 2 des Upper Brackets. Also, das ist etwa das... Gibt's dafür ein Wort? Keine Ahnung. Das ist das 64. Ja, 32. Finale. 32. Müsste es 32. Finale sein. Danach ist das 16. Finale, ja. Hört man aber auch selten den Begriff. Also ja, wir sind noch früh im Turnierstatus drin. Da passieren auf jeden Fall noch einige Dinge. In der Gruppenphase, sind wir mal. Könnte man sagen, ja. Gruppenphase, ne? Könnte man sagen. Halt nur anders, weil das Prinzip, wie das Turnier funktioniert, ist halt ein Double Elimination Format. Das heißt, wenn ich jetzt mein erstes Spiel verliere, bin ich nicht sofort raus, sondern rutsche vom Upper ins Lower Bracket. So wie ich. Und hab dann nochmal die so wie Kauen, genau. und hab dann nochmal die Chance, in der nächsten, also im Lower Bracket dann quasi sogar nochmal bis ins Finale zu kommen. Ja. Ich find's tatsächlich interessant, dass das Rabe sich hier vor allem für 600 diese Trolle so gut leisten kann. Also wir sind ja nirgendwo draußen, ansonsten Trollhorte. Mhm. Also schon sehr kostspielig, die Viecher. Und auch ein bisschen Mike-intensive. Jetzt können sie hier die Piken verprügeln, genau, wenn sie zu 5 auf dem Haufen sind. Macht ein Piken-Bataillon natürlich sehr wenig. Ja, Levin muss jetzt hier ein bisschen versuchen, wieder seine Truppen ein bisschen zusammenzubekommen. Also bevor er wirklich Waldläufer hier draußen hat, wird es schwierig, die Trolle hier umzunieten. Oh, wir sehen jetzt hier eine graue Schar. Hobbits. Das wäre eine graue Schar. Graue Schar? Ja, ich dachte so, diese Flagge dachte ich so gerade, aber ja, es ist ja Arnor. Ja, aber da wird doch der Hobbit-Film abgespielt. Entschuldigung. Also bitte. Ja. Aber schöner Move. Die Trolle, die kriegen nämlich hier ordentlich was ab und werden sogar... Ja, drei Stück gestorben. Krass. Ja, und wenn die Ponyreiter hier, oder die Eselreiter, sind es die Eselreiter, Entschuldigung. Eselreiter sind das. Eselreiter, die sind aber echt langsam. Holy shit. Kommen wir nicht mehr mit den Trollen. Ja, sind ja auch Esel und keine Pferde, ne? True, das ist richtig. aber... Ja. Geht sogar. Ja. Was werden eigentlich die Trolle gerade geheilt? Vom Trollhort hier, oder... Oder bin ich gerade blöd? Special Ability Troll Horde Passive Heal. Ich weiß zwar nicht, was die Fähigkeit macht, aber da steht... Ah, da, Steintroll und Tiltroll werden in der Nähe gehalten. Ah, alles klar. Ich glaube, das ist im normalen Leben auch nicht so. Mit Bill, Bert und Tom kann man tatsächlich, ich glaube, wenn sie Level 3 sind, kriegt man eine Heilung für Trollhorte. Ja, das kann sein, ja. Also die haben eine Fähigkeit, womit Trollhorte dann heilen können. So, Rabe jetzt, wie gesagt, ein bisschen wieder zurückgedrängt. Gucken wir mal an, was er für Spellpunkte hat. Er hat sich die Zwietracht der Orks geholt und hat sie aber noch nicht eingesetzt. Mal gucken, worauf er sie setzen wird. CP-mäßig Rabe jetzt aber definitiv trotzdem vorne. 640 zu... Ja, jetzt hat Levin wieder 600. Ist noch rekrutiert. Ah, nein. Du nicht dein. Und Reiter. Okay, ja gut, da gehen wir. Qualitativ, muss man sagen, sind die Einheiten von Levin halt besser. Ne? Also, sind halt Elite-Units. Gegen diesen Ork-Schmand. Oh. Was, oh? Levin hat schon schwere Rüstungen.
Hat er sich geholt? Ja. Oh ja. Prinzipiell eine schöne, gute Entscheidung gegen Orks. Die Klingen machen natürlich nicht so viel Sinn. Maybe für die Piken gegen die Trolle wäre natürlich Piken aber auch nur nicht dafür, schlecht, aber weiß ich halt dann ja auch nicht. Allerdings, was auf ich vielleicht gesehen... Ja, ich sehe es gerade. Und hier unten... Oh, die Trolle, die laufen hier unten auch lang. Was natürlich auch sehr schön wäre, was ich sagen wollte, wären vielleicht sogar die Lehen, tatsächlich die Pelagier, Monstertöter. Die sollten auch sehr, sehr stark sein gegen die Trolle. Ja, aber ja, die Piken tun vielleicht auch ihren Zweck. Hier, Smeagolem hat gerade geschrieben, wenn der ungezähmte verbündete Spell auf einen Creep gesetzt wurde, wird heilt der Creep die entsprechenden Einheiten. Interessant, okay. Mit der Funktion? Finde ich nicht gut. Ja, du als Nebelberger hast da kein Wunder aus. Ja, das ist ja. Volk kann auch einfach existieren, habe ich kein Problem mit. Die Rüstung schaut wieder aus. Ja, und jetzt noch mal den Trolltöter-Pfeil gesehen von Gorkel. Natürlich sehr, sehr guten Schaden macht gegen Trolle. Damit kann man auch mal Trolle creepen. Ein bisschen spät, aber man kann's. Hier hinten im Eck schlagen sich die Trolle. Ah, der rennt ein bisschen hier rein, aber überlegt trotzdem. Und jetzt auch noch schwere Rüstung für die Piken. Hier wäre natürlich jetzt Klingen sehr, sehr cool für die Piken gegen die Trolle hier oben. Und anscheinend wurde die Zwietracht eingesetzt. Auf Gundabad! Das heißt, Gundabad-Truppen, also ich gucke nochmal in Unchained nach, wie das hier ist, ob das anders ist, aber Gundabad-Truppen schaltet eine zusätzliche Fähigkeit frei. Alle Gebäude halten plus 25%, da weiß ich gar nicht, ob es in den Ländern auch so ist. Und Kriegsschmiede erforscht 100% schneller. Ist das? Das ist in Eda nicht so, ne? Ich kann dir sagen, wie es in Eda ist, weil ich ja die falsche Game da drin habe. Und nice. Da steht nämlich, was es in Eda normal gibt. Alles normalerweise klar. Ist Gundabad, Einheiten sammeln 50% schneller Erfahrung und Gebäude erhalten 25% Rüstung. Ja, okay, dann ist ja gar nicht mal dann ist ja gar nicht mal so unnötig. Und wir sehen einen Gebirgsvorposten. Was natürlich, der auch in Unchained deutlich anders ist als im normalen Edain. Also. Wir haben so eine Mixed Gebirgsvorposten, kann man sagen. Da kann man Drachen drin bauen. Ne? Drachen immer cool. Und auch Gebirgsriesen wie auch Steinriesen tatsächlich. Ja. Also. Du weißt, was ich von den Steinriesen halte. Ja. Ich finde sie prinzipiell. Ja, weiß nicht. Ich habe gegen die Viecher. Also, ich. Mag ich sie nicht? Also, prinzipiell im Hobbit fand ich nicht schlimm, dass sie vorkommen an sich. Ja, da waren sie auch mehr Gimmick als alles andere. Ja, aber ich weiß nicht, ob Steinriesen tatsächlich so eine Unit sind oder Einheiten sind, die sagen, hey, ich verbinde mich mit den Orks. Da wirkten die irgendwie sehr neutral eher. Ja. Da wohnen jetzt alle, ja, das ist richtig, da wohnen jetzt wirklich alle zusammen hier. Kann man sich mal einmal draufklicken, Gebirgsriese, Kaltdrachen, Feuerdrachen kann man sich hier holen, dann noch den großen Steinriesen. Und mal sehen, was Rabe uns beglücken wird. Natürlich, Drachen, gerade Feuerdrachen und auch Kaltdrachen noch, sollten sehr gut hitten. Bisher nicht viele Waldläufer hier auf dem Feld. Nur ein Bataillon, glaube ich. Aber wenn ich mich richtig sehe. Ich habe auch nur eins gesehen bis jetzt. Ja. Hey, Kaltdrachen, ach, da kommen die guten alten 381 Flashbacks. Dieser Spell, der war so stark. Ja. Wenn man drei Stück bekommen hast. So, und mittlerweile jetzt auch die Schmiede bei Rabe hier gefunden. Rabe allerdings nicht. Schwimmt tatsächlich nicht so im Geld. Muss tatsächlich hier sich echt verteidigen an seiner Base. Und, Levin hat ja, glaube ich, gerade 2000. Ja, immer noch 2000. 2,5. Ich frage mich, ob was er spart. Ob er auf irgendwas gehen will. Ich meine, Gandalf wäre schon cool zu sehen. Ist an sich auch gegen Nebelberge ja nicht schlecht. Natürlich, jetzt kommen die Elite-Uruks raus. Aber Halb-Elite. Er hat auch 6 Spellpunkte. Also. Entweder will er vielleicht sich die Adler holen, die müssten in der Reihe sein, wenn ich mich nicht irre. Aber... Ja, Adler müssten da sein, aber die müssten, glaube ich, 7 Spellpunkte kosten. Ja, ja, genau, die kosten das und das auf jeden Fall, ja. Ja, Adler natürlich ein sehr guter Spell gegen Nebelberge gerade, weil hier gibt es keinerlei Bogenschützen mehr. Also, Rabe hat, glaube ich, okay, jetzt baut er mal wieder welche, aber ansonsten hat er keine Bogenschützen auf dem Feld. Gerade das Spiel ein bisschen statischer geworden in der Hinsicht, jetzt hat man so aufgehört, sich zu servicen. Oh, den Vorposten hier unten rechts habe ich noch gar nicht gesehen gehabt von Levin. Ja. Achso, sorry dann. Hätte ich dich darauf hinweisen sollen. Oh, alles gut.
Oh, Nebelberge gegen Gondor. Nein, das ist Nebelberge gegen Arnor tatsächlich. Wir haben hier schöne Arnor-Units. Und Levin hat irgendwo Geld für ausgegeben. Ich weiß nicht für was. Ob der einfach Units upgegradet hat oder sich einen Helden holt. Ich meine, Aranath wäre cool. Arafant wäre auch ganz nice für ihn. Vor allem Arafant, wenn man sowieso auf drei Seiten kämpft, der mit seiner globalen Führerschaft. Auch sehr schön. Und er hat sich Aranath geholt. Naja. Ja, mein Lieblings-Arno-Held. Ich weiß nicht, ich sympathisiere mit dem Mann irgendwie. Ich mag dieses Waldwaffer-Design. Aber hier in der Mitte muss Levin jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass er nicht hier seine ganzen Units verliert. Beim seine Waldläufer hinten. Seine Waldläufer, die da hinten. Die auf Stufe 2 sind, das ist sehr schade. Ja. Ah, und die werden hier leider draufgehen und die. Ah, oh, die machen hier irgendwie nichts, die Arno-Units. Die wollen gerade nicht mehr die angreifen. Nee. Die rennen einfach nur im Kreis gerade rum. Vielleicht haben sie ein Target auf Gorkel bekommen und wollen deswegen um die Armee rumrennen. Ich glaube ja. Ah, das ist natürlich ein bisschen bitter. Kann gut sein. Aranath muss jetzt hier auch aufpassen. Oh ja, stimmt. Lauf Aranath. Nicht gebaut werden und direkt wegjoinken, ne? Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und Hofgarde jetzt am Start, auch mit Rüstungen, die erstmal an ihren Gegner vorbeirennen. Aber Hofgarde natürlich sehr, sehr stark. Jetzt auch mittlerweile 7 Spellpunkte. Schildwall. Ich bin auch überlegen, ob nicht Formationen sogar ganz nice für ihn jetzt wären. Weil Adler wären natürlich cool, wenn man das bei einer größeren Schlacht benutzen kann, Adler. Also wie die Map gerade gesplittet ist, würde ich vielleicht eher vor die Formation gehen. Gibt es auch sowas für Summ 1? Theoretisch. Es gibt einige Mods für Summ 1 tatsächlich. Shadow and Flame ist eine sehr große, bekannte. Sieht auch optisch sehr schön. Theoretisch auch für Summ 1. Ja, Edain, aber das ist mittlerweile sehr altbacken, muss man leider sagen. Ist halt ein älterer Mod, ne? Oh, wird Gorkel. Halt auch schon seit vielen Jahren nicht mehr supportet. Ja, Gorkel stirbt ja. Aber wie gesagt, prinzipiell, wenn es darum geht, wenn du das hier spielen willst, an, sag ich mal, die Schlacht um Mittelerde Games, kommt man mittlerweile sehr gut ran. Da kannst du theoretisch einfach auf den Community-Server, eh den Community-Server mal gehen. Oh, und man sieht Wächter. Der Wächter. Ja, wollte gerade sagen. Ja, schön gesetzt von Rabe hier. Hat sich übrigens Formationen geholt. Ja. Tatsächlich. Für welches Game war die Botter-Mod nochmal? Das ist auch für Aufstieg des Sechsenkönigs. Das ist auch ADH, ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, gibt's die Elvenstar-Mod noch für Sum 1? Nee, ja, die gibt's auch, Elvenstar-Mod. Die gibt's auch noch, ne? Ja, die kann man sich auch noch runterladen. Dass sie größer ist. Oder mit einer der größeren. Also sie war vor allem einer der ersten, der allerersten großen Mods, ne? Ja. Und Levin muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, wird mittlerweile jetzt in der Mitte und auf der oberen Seite hier nach hinten gedrängt und ich bin immer noch am gucken, was wir hier sehen, werden vom Gebirgsposten und es kommen jetzt die ersten Feuerdrachen gleich raus. Boah, der erste Feuerdrachen. Hundertbatt-Bogenschützen geholt. Hundertbatt-Bogenschützen? Ja. Hundertbatt-Bogenschützen? Warum sind wir mal ausgerüstet? Ja, also da, wo der Feuerdrache das Zelt anzündet. Ah, da. Lol. Warum sind die bei mir ausgegraut, wenn ich darüber hover hier? Weiß ich nicht. Ja, auch nicht. Bei mir steht es, dass er sie noch nicht benutzen kann. Aber Orkstadt ist ja auch oft noch nicht dafür. Woher hat er die denn? Das ist eine saugute Frage, stimmt. Bei mir sind sie auch ausgegraut. Weil brauchen wir ja Stufe 2. Woher hat er jetzt die Kunden? Oder spawnt die Gorkill, wenn Dings gekrönt ist? Oder ich habe noch eine andere Idee. Kann er. Ach, der kann da einfach die draußen bauen in den Nebel. In den wilden Siedlungen kann er direkt bauen. Okay. Wahrscheinlich auch, als wenn sie Stufe 2 sind, nehme ich mal an. Ja, ja. Okay. Ja. Und jetzt die Armee natürlich jetzt hier mit den Feuerdrachen sehr, sehr eklig jetzt zur Hand haben für Levin. Die muss er natürlich versuchen, mit so was wie mit Waldläufern und Aranath versuchen rauszufokussen, die Feuerdrachen. Was nicht unbedingt so einfach ist. Ich meine, die Rüstungen der Gondor-Soldaten helfen hier ein wenig. Da ist ein Arafant. Ein Arafant? Ja, der ist gerade da vorne mit reingerannt. In seinen Tod oder was? Wo ist denn der? Bin ich verblind? Steht jetzt da. Ah, da, ich sehe ihn. Ah, da ist der alte Mann. Da ist der alte Mann. Ja, und. Ja, er ist auch schon alter Knacker. Wer ist eigentlich älter? Malwef oder der?
Das ist die wahre Frage. Ich glaube, Malveth müsste definitiv älter sein. Ah. Ansonsten ist, glaube ich, Edain und die Fanpatches für Rise of the Witch King das meistgespielte. Also das meistgespielte ist wahrscheinlich, also der 202-Patch ist mit Abstand der meistgespielte, wenn man davon ausgeht, dass Age of the Ring auch darauf basiert. Aber Age of the Ring hat tatsächlich eine größere Base, Fanbase oder Spielerbase mittlerweile aktive, als es Edain hat. Ja, die haben auch sehr viele Downloads, kann man nichts sagen. Ja, nö, ist ja auch eine klasse Mod. Also. Ja. Sehr schön, ist aber natürlich deutlich mehr für Singleplayer ausgelegt. Die gefährlichen Aussagen, die würde ich mal lassen. Oder? Dann kriegt ja, also ich fand, ich empfinde, in meiner Meinung, ich empfinde das so. Bitte hassen Sie mich nicht. Es ist nur eine Meinung, die darf man heutzutage noch haben. Nein, okay. Meinungen sind verboten. Na, du immer mit deinen links-links-grün versifften Aussagen oder so. Ne? So nämlich. Was war das für ein Spell? Welcher? Ja, hier. Oh, Waffen aus Westernis. Oder was meinst du? Ja, das, ich wusste nicht, dass die ein Video haben. Achso, ja. Wurdest du bei mir gerade angezeigt? Ich habe nicht drauf gedacht. Da kann also man glaube ich, auf die Kaserne aus Rings of Power. Ja, ja. I know. Ja, Levin jetzt verliert jetzt leider auch seinen Vorpost mittlerweile. Und hat sich ein bisschen in seiner Festung verkrümmelt. Aber ich glaube nicht, dass der das so hart muss. Also, gerade da er sieht, dass Rabe jetzt mit seiner gesamten Armee hier unten ist, kann er eigentlich auf der anderen Seite der Map, er könnte ja diesen Gebirgsverpost nicht einfach einreißen, oder sonst was auf der Map machen, auf jeden Fall nicht verstecken. Ja, nicht verstecken. Vor allem hat er 1300 CP. Also klar, er hat eine solide Armee. Wenn er jetzt noch Feuerpfeile hätte für diese ganzen Waldläufer, das wäre ein Genuss. Und er holt sich die, glaube ich, auch gleich. Was macht denn die Schwerter der Westernis in Unchained? Weil ich sehe gerade nur den Tooltip. Schwerter der Westernis. Weil der scheint ein bisschen anders zu sein. Kriegen 50%. Ja, also das setzt du auf eine Kaserne oder halt Stallung. Ne? Und ich glaube, die Boni sind ziemlich ähnlich immer noch wie in normalem Edain. Geben 50% Rüstung gegen Elementarschaden. Ach ja, und die bekommen quasi einen Lebensraub. 25% des ausgeteilten Anlasses. Ja. Und dieser extra Boni gegen Ringgeister und Grabenholde, der ist auch noch dran. Ja. Der ist aber auch bei Dingen. Ja, ja. Oh, hier wird ein Kaltdrache eventuell gleich. Ich habe mich mit der Armee vertan. Ich bin doof. Ich hab nichts gesagt. Ganz kurz nur, bitte hier keine Spoiler zur Rings of Power Serie oder ähnlichem. Darf man hier Silmarillion. Spoilern. Also, gut, also, was heißt, also sollte es jetzt nichts zu aktuellen Rings of Power Folgen, sag ich mal, sagen, die gerade erst frisch raus sind. Das wär nicht so knackig. Ja. Aber hey, dass eventuell Sauron noch den einen Ring schmiedet, das ist, glaube ich, jetzt nicht der größte Spoiler. Nein, das wird nicht passieren. Und da kommen die Drachen zu den Ja, und dass die da bis dahin dürfen, ist schon illegal. Und leider, Aranda fokussiert sie nicht. Was ja schade ist. Und es hängt gerade. Ups. Ja. Und jetzt. Ja, und jetzt. Oh, die Drachen, aua. Ja, und da sehen wir auch mal einen etwas erwachseneren Drachen, ne? Ein herangewachsener. Ne? Quasi gerade 20 geworden oder sowas. Oder was das Drachenäquivalent dafür ist, keine Ahnung, 200. Vermutlich sehr viel älter, ja, sehr ja. viel älter als 20. Und wir hören Smaug. Smaug der Goldene wurde sich gekauft, da fliegt er auch rein. Ein bisschen größeres Modell, wenn man es hier sieht. Und Levin tatsächlich holt sich auch den Gebirgsposten. Ist an sich geil, aber dann hätte er vielleicht in der Mitte diesen Fight nicht so nehmen dürfen. Wenn er gleichzeitig hier oben so einen großen Kraftakt machen muss, weil der Gebirgsverposten verteidigt sich natürlich ganz gut hier. Mit den ganzen zwei Riesen. Ja. Und jetzt sind die Drachen mittlerweile auch in der Base drin. Ich weiß gar nicht, ob Smaug. Okay, Smaug bleibt einfach hinten stehen. Der kommt doch gar nicht nach vorne. Ach, da! Ich hatte ihn noch gar nicht gesehen, tatsächlich.
Jetzt schaut Arnor langsam blöd aus der Welt. Ja, das ist richtig, ja. Wenn mittlerweile Drachen und sowas jetzt vor da sind, dann wird es ein bisschen schwierig, ja, gut gegen zu handhaben. Und mal gucken, wie weit der Drache hier noch leveln kann. Eventuell stirbt er aber gleich, weil die Waldläufer machen einen schönen Job hier. Schön auf die Mauer gestellt von Levin. Da stirbt jetzt gleich der erste Drache. Ja. Rest in Pepperoni. Da kommt auch noch ein Gebirgsriese, der kam wohl noch raus hier oben. Und Levin muss hier mal seine Armee hier mal langsam... sehr lange in der Mitte, der Gebirgsriese tatsächlich. Ah, ja. Levin muss aber mal seine Armee hier langsam in seine Base zurückziehen. Weil sonst wird das hier ein bisschen knifflig, glaube ich. Ja, das sollte er definitiv tun. Und er hat auch sehr, sehr viele Ressourcen. Also, ein Steinbruch bauen ist immer eine Option, ne? Für eine schöne epische Belagerung. Für die epische Belagerung. Ja, yes. Theoretisch kann er sich auch. Der zweite Drache ist gestorben. Nein, Hänger, hallo? Läuft. Das mit den Hängern macht mir ein bisschen Sorgen. Ab und zu, ja. True. Ja. Ja, nächste Runde kannst du ja wieder hosten oder so. Vielleicht, ich weiß ja nicht, ob es daran liegt, aber. Kann sein. Aber ja, die Hänger, wie gesagt, die sind ja so ab und zu mal so einmal alle, also nicht alle 3 Minuten oder so. Rabe hat mittlerweile halt auch geschmiedete Klingen, das hat man, glaube ich, ganz vergessen zu erwähnen. Ja, die sieht man hier, die schönen, aber, oh, die rötlichen Laserschwerter. Ich glaube, Levin hat gerade minimal einen Wayne Overlord. Ja, natürlich, wenn auf einmal alles auf deine Base zuläuft und sowas, da immer alles zu runter zu trainieren. Oh Gott, und Smaug ist tot. Smaug ist schnell vom Himmel geholt worden. Aranaf auch Stufe 5 mittlerweile. Ja, Smaug, tschüss und geh mal, ja, fällst du schön ins Loch hier oder ins Tal. Aber ich glaube, das wird nicht mehr viel ändern. Nee. Also vor allem, wenn Rabe jetzt den Strom hier wieder anwerfen sollte, wo er, glaube ich, gar nicht so viel Geld hatte, ne? Aber er hat immer noch 1000 CP. Hat immer noch 1000 CP, die hier langsam vorlaufen. Und der Gebirgsriese macht hier Stück für Stück seinen Job. Und ich glaube, soweit ich weiß, ist er relativ unempfindlich gegen Bogenschützen vor allem. Also, ich juckt ihn, glaube ich, nicht so sehr. Aber Aranaf juckt ihn. Gegen den ist er nicht so unempfindlich. Den hat er gespürt, ja. Und Aranaf, wie gesagt, top Held und so. Ist Graue Schar offensiver oder defensive Fahrt? Wäre der offensive Fahrt. Aber ja. Graue Schar gibt es hier nicht. Das ist richtig. Weil es Arnor ist. Da hast du durchaus recht. Weil es Arnor ist. Und jetzt kommt der nächste Anlauf von Rabe hier. Das Tor hier noch kaputt komplett. Also legit, das Tor ist komplett kaputt, ne? Ja, wie kostet das? Es kostet nichts zum Aufbauen? Nee, hat's, glaube ich, aber sowieso noch nie was gekostet. Okay. Wenn dieses obere Ding kaputt war. Alles klar. Das Tor so an sich kostet 1000, ja, okay. Ja, genau. Die Waldläufer im Nahkampf waren jetzt nicht so. Nee, jetzt kommt auch erstmal wieder Kaserne, ne? Aber das. Dauerte ein bisschen. Und die Armee von... Also Levin hat ja noch eine Armee hier so ein bisschen, ne? Das sind ja noch mal 500 CP. Gerade Eco. Die Harris gerade, ja. Die Harris. Ja. Aber Prioritäten, ne? Prioritäten. Man muss ja mehrere Faktoren in so einem Spiel gleichzeitig bedenken. Ja. Und ich finde, er macht das ziemlich gut. Ja, natürlich wäre es ja schwer, wenn er... Harris darf nie stoppen. Harris darf nicht stoppen, nee. So. Ich meine, auf der anderen Seite würde die Armee jetzt auch nicht mehr hier den Unterschied, glaube ich, machen gegen diese Herrscharen an Orks. Und wir sehen wieder den Wächter, der irgendwo. Ah, da hinten wurde er gestorben. Ja, der versucht, die andere Armee aufzuhalten. Ja. Und Levin auch prinzipiell, ich glaube, kurz vor. Warte mal, wer das? Theoretisch könnte er sich Adler holen, einfach, ne? Oder, also, aber... Könnte Adler wäre der beste Move vorher nicht. Ihn. Noch, nicht. Wenn er hier noch was reißen will. Rabe natürlich auch mittlerweile auf noch vielen Spellpunkten drauf. Aber ich weiß gar nicht, ob das der... Ihr könntet sich den Werwurm holen, was ja aber auch nicht viel was bringt gerade. Nee, bringt ihm, glaube ich, nicht viel. Oder, ich weiß nicht, oder macht der Werwurm nicht sogar irgendwie so einen Bonus gegen... Aber die Trommeln ist eine gute Entscheidung. Trommeln geben nämlich allen Units auf der gesamten Karte 50% mehr Schaden. Und müssen nicht neben der Trommel stehen. Dementsprechend können und sie jetzt hier Gas geben. Sehr laut. Ah, ehrlich, war es so laut bei dir? Bei mir ging es eigentlich. Also bei mir war es ganz schön laut, das Bonbon. Okay. Repair Spell hätte wehgetan. Stimmt.
Das, ja, Repair wäre auch nicht so schlecht. Ja, ja, Repair-Spell hätte, glaube ich, bei einigen Sachen wäre es nicht schlecht gewesen. Und mittlerweile die Armee hier, ja, von Levin auch. Dann, ich muss sagen, fand ich sehr stark von Levin. Gerade der Anfang, also bis ins Midgame, echt gut gegen Rabe, ihn auch gut unter Druck gesetzt. Da mein Respekt auf jeden Fall. Und ja, dann irgendwann halt ein bisschen eingebrochen, ne, dann. Aber ansonsten, schönes Spiel von ihm. Hat mir gefallen. Ich bin so verwirrt, wenn ich diese Stronghold-Lines höre. Ich denke dann immer, ich habe das im Hintergrund laufen irgendwie. Also, das weiß man auch nicht. Komm einfach alle schön auf einmal runter. Das ist irgendwie traurig, dass wir nach Tolkiens Logik jetzt für immer im vierten Zeitalter sind und sich das nie ändern wird, weil nie wieder was Besonderes passiert. Naja, ja, gut. Es gibt halt keinen Tolkien mehr, also kann er auch nicht weiter dran schreiben. Ja, gut. Und Tolkien ist jetzt halt auch nicht erst seit gestern weg. Ja, gut, also prinzipiell endet doch das vierte Zeitalter oder das Universum, das an sich mit der Dagor Dagorath. Ja, und danach ist halt wirklich Ende, weil danach ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, Friede, Freude. dann ist das vorbei, ne? Ja. So, du, diesmal kannst du ja hosten. Ich hol mal die Spieler hoch. Ich speichere nur schnell das Replay, falls irgendwas passiert. Jo. So, ja. Aloha, ihr zwei. GG. Ja, tschüss. Schöne erste Runde von euch beiden. GG. Und damit jetzt 1-0. Ja. Levin, weißt du schon, was für eine Map du spielen willst? Das ist eine gute Karte. Das ist meine Lieblingskarte. Alles gut, kein Druck. Ja, ich spiel Tierfurten des Isen. Sehr gut. Da hat sich der Name nicht geändert, die finde ich dann auch. Sehr schön. Beziehungsweise das englische Wort fängt auch mit F an. Ja, alles gut, ich hab's ja schon. Ne? Achso, Rabe, willst du eine andere Farbe haben? Ja, stimmt. Pforten des Isen 1 oder 2, das musst du leider mit dazu sagen. Was? Oder haben wir 1. Ah, nee, wir haben nur 1 im Pool. Ja, dann kriegst du. Ja. Tom, was finde ich besser, lila oder pink? Lila ist definitiv besser. Gut, dann kriegst du jetzt lila. Aber alles klar? Das da? Ja, das wäre super. Okay, dann haben wir Pforten im zweiten Game. Aufschreiben. Okay, dann bräuchten wir deine Position, Levin. Ja. Position und Relevanz. Oben links. Okay, ich, oben links. Ich bann Mordor und Rohan. Gut. Und. Ah, nee, ja. Jetzt muss er aber Rabe bannen, ja. Ja. Rabe, was möchtest du bannen? Bannen wir mal. Boah, keine Ahnung. Lolo. Und. Isengard. Gut. Achso, Iroh im Chat zufälligerweise? War vorhin zumindest da, ja. Oder Snens oder irgendwer von der Turnierorganisation. Nachher um 20:30 ist noch ein anderes Spiel, Sherlock gegen Marius. Also die müssten dann eventuell ein bisschen warten, wenn das für die okay ist. Oder irgendwer anderes muss sich um das Game kümmern. Muss das hosten dann, ja. Ja, also wenn die nicht warten können, wenn ihr das klären könnt mit denen. Irgendwer von der Turnierleitung wird bestimmt schon gerade da sein. Haben wir so lange Levin, gespielt? Ja, die erste Runde ging recht lange, tatsächlich. Ja, Levin, du darfst dann dein Volk wählen. Ich nehme Zwerge. Jo, und Rabe, dann du. Ich fühle einen Harad. Einflussung. Ja, Kairo wünscht sich ja mehr Harad zu sehen, ne? Und den Wunsch müssen wir ihnen erfüllen. Oder so. Okay. Nur für dich. Willst du Harad spielen? Ja, okay, sehr gut, ne? Weil ich meine, ist ja nicht so, als könntest du es nicht, aber.
Aber wenn jetzt verliert, schlägt es nicht daran. Puh, dann hat Rau jedenfalls eine Ausrede. Gut, dann, ja, wünsche ich euch viel Spaß bei der zweiten Partie, ne? Danke. Ganz kurz, ja? Ja. Ich hab's Standbilder zwischendurch. Es kann aber mein PC liegen. Ja, wir haben den Host jetzt extra gewechselt. Ja, tatsächlich. Okay. Vielleicht läuft das jetzt besser mit Tom, ansonsten, ja. Also hat es jeder leider an einem von euch, dann können wir nichts machen. Okay. Ja, ja, in der Verbindung zwischen uns, keine Ahnung, aber ich hatte auch die Standbilder. Also ich habe auch kurz gezweifelt, ob das Game. Hatten wir auch Angst. Ja. Ja, also, vor allem bei diesem ganz einen langen Stotterer, der zwischendurch drin war. Ja, da hab ich auf ein Upgrade geklickt und dachte so, oh shit. Ja gut, ich schieb euch dann mal hoch, ne? Dann auf eine gute zweite Runde. Jo, viel Spaß, viel Glück. So, du hast so. Einen Beobachter drin, ne? Ja. Na, dann hoffen wir mal, dass No Risk, No Fun, ganz genau. Na ja, wir sehen Harad. Hoffentlich wird's schön und spaßig. Hauptsache kein Lolo, ganz genau. Also könnte mir jemand sagen, wie gesagt, irgendwer von der Zinilleitung wird doch bestimmt da sein. Oh, ich mach nichts aus. Sorry. Ich war auch auf dem Desktop. Ob das mit der zweiten Partie, wie das hinhaut, nicht hinhaut, weiß nicht. Smergolum, du warst auch gerade im Chat. Marco ist da. Ach, Marco hat schon geschrieben. Ich frag sie. Danke, Marco, bester Mann. Sehr schön, danke schön. Ob die, keine Ahnung, eine halbe Stunde später starten können gleich oder so. Je nachdem, wie lange das geht, noch oder nicht lang geht. Ohne gemein zu klingen, ich dachte tatsächlich auch, dass das hier schneller vorbeigeht. Moment, ganz kurz. Was macht ihr eigentlich, wenn ein Spiel mal abstürzt? Wie wertet ihr das? Das kommt drauf an, wenn es jetzt in den ersten paar Minuten passiert, dann würden wir wahrscheinlich einfach neu starten. Wenn es jetzt halt wirklich so 20, 30 Minuten Ingame ist, dann ist das die Entscheidung von uns, soweit ich weiß, oder von mir praktisch, vom Host, ne? Ja, was heißt von dir? Von uns zwei in dem Fall. Ja. Ist dann die Entscheidung, ob wir einen Sieger bewerten können. Wenn es super ausgeglichen ist, dann muss tatsächlich eine Wiederholung stattfinden. Also es gibt da keine Regel, dass auf jeden Fall ein Gewinner festgelegt werden muss. Nee, aber wenn es jetzt natürlich, ne, wenn jemand da 90% der Karte hat und mit einer kompletten Armee vor der Festung des Gegners steht, dann ist es meistens relativ eindeutig. Das ist richtig. Wir haben dein Lieblingszwergefolg. Ja, schon mal guter Geschmack an Levin hier, also, ne, da gehen Grüße und Liebe raus. Deswegen hoffe ich, dass Levin gewinnt, ne, Gimli muss siegen. Ansonsten bei Rabe sieht man auf jeden Fall, dass er hier auf jeden Fall mehrere Spione gedreckt wird, zwei Stück. Ich weiß nicht, wie gut die einzeln sind, ob sich das lohnt, Sinn macht, weil man kann ja mehrere bauen. Er tut's hier, wie gesagt, so käme ich mich halt nicht aus. Ja. Allerdings geht er nicht direkt rüber, ne? Das machen ja einige Hard-Spieler auch gerne, um einfach direkt den Raubzug zu benutzen, den man ja als ersten Spell sich kaufen kann. Ne? Dann hat man direkt die Slaven, die Pumpen können die eigene Wirtschaft buffen. Und rennen sehr langsam. RIP, da war gerade Werbung zwischengewadet. Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Tom, willst du nochmal wiederholen? Warum? Ach so, also. In Kurzform. Danke erstmal für den Sub, Mr. Frakes. Dankeschön. Und wenn jetzt das Spiel wirklich abbrechen sollte, also sollte es in den ersten paar Minuten passieren, so bis Minute 5 wahrscheinlich, dann restarten wir natürlich einfach. Sollte dann das Spiel länger gehen und es bricht ab, dann müssen Kaun und ich halt entscheiden. Wenn es sehr ausgeglichen ist, müssen wir es wiederholen. Sollte aber eine Seite, nehmen wir mal an, einfach fast die komplette Map haben und auch allgemein der Gegner hat kaum noch CP oder sowas, dann würden wir wahrscheinlich entscheiden, dass die eine Person dann gewinnt oder die andere. Ja. Aber das ist halt, wie gesagt, kommt stark drauf an, wann das Spiel abbricht. Sollte es abbrechen, was man jetzt mal nicht hofft. Levin band Mordor und pickt der Report, stabiler Typ. Ja, im Mordor hast du vereint oder so, ne? Im Mordor hast du. Ja, hier haben wir den ersten Fight und ich denke, das sollten die Erebor-Hüter eigentlich normalerweise gewinnen können. Hier gerade mit dem Horn auch. Ja. Da muss ich Rabe wohl zurückziehen. Ja, und der rennt auch und die haben ja auch ihre Formation, womit sie schneller rennen können. Oh mein Gott, gibt das viele Rohstoffe. Holy. Was genau? Die Sklaven in so ein Rohstoffgebäude zu schicken. Achso, gibt doch bis 50% so nicht, ne? Ja, und für jeden Sklaven 20 Rohstoffe. Ach so, ja, so stimmt, nochmal einzeln, ja. Ja. Das ist richtig so, ne? Ansonsten, Levin, sieht man, hier kommt ein Schreitwagen, nö. Es ist auch noch kein Minenschacht in der Base. Sehr schade.
Das brauchen eigentlich die Zwerge, ne? Minenschacht in der Base. Ansonsten sind ein bisschen lahmarschig über der Map unterwegs. Ja. Das macht auch Zwerge gleichzeitig sehr stark. Rabe mittlerweile hier unten unterwegs. Scoutet, ob er hier am Troll ist. Man sieht, da ist nichts, und dann kann er auch nichts machen, weil er keine eigene Sperre hat. Also nee, die sind gerade am Warkorb, an dem Warkort in der Mitte. Mhm. Rabe scheint auf Kavallerie gehen zu wollen. Zumindest baut er die Märkte. Achso, du meinst außen die guten Basare? Die ja. Die guten Basare, ja. Und innen haben wir die Schmelzöfen. Also die Bronze schmelzen. Also werden wir eventuell keine Olifanten und Monster sehen, sondern wahrscheinlich eher dafür Reiter. Vielleicht aber auch Ruhen, könnte ich mir auch fast vorstellen. Ruhen mit Upgrades, dass er darauf später geht. Ja, auch ziemlich stark. Vor allen Dingen dann, wenn, wie heißt der Held? Angban? Ich vergesse mal, wie der heißt. Amdur. Amdur, danke. Ja, ich finde den Helden sehr, cool, sehr gut. Ja, ja, der ist ein cooler Held. Mag ich sehr. Nicht nur du. Mr. Frakes, ich würde mir Ruhen als eigenes Volk wünschen. Ja, kann ich verstehen. Ruhen als eigenes Volk wäre schon cool. Gerade, ich muss sagen, auch durch Rings of Power habe ich so ein bisschen auch Bock, gebe ich ganz offen zu. So Ruhen als Volk wäre schon cool. Ne? Hat man so ein paar Impressionen ja auch schon bekommen. Aber Ruhen unter Rad nochmal aufzuteilen, ist ja, schwierig, auch ein bisschen weil, vor allem, weil Ruhen allgemein schon sehr wenig hergibt. Ja gut, Harad gibt ja auch nicht so viel mehr her. Okay, man hat das ja mit den Olifanten und sowas. Aber beide Sachen geben an sich nicht viel lore-technisch her an Helden oder sowas. Da hast sehr viele erfundene Helden oder Helden aus irgendwelchen anderen Zeitaltern oder sowas. Ja. Mhm. Das ist dann schon ein bisschen sehr, sehr hart. So, ansonsten sehen wir jetzt tatsächlich, wie gesagt, von Rabe die Stallung jetzt. Mittlerweile die Base komplett ausgebaut. Und ich weiß gar nicht, hat er sich schon eigentlich den Turm der Illusion geholt? Nee, hat er noch nicht. Er forscht da gerade. Gerade dabei, ne, dann sehen wir gleich mal, was er sich zuerst holen wird, wenn wir aufpassen. Auch nicht aufpassen. Und ja, Levin hier ein bisschen zaghaft auf der Map noch unterwegs. Fügt sich hier ein bisschen oben durch und man muss sagen, Rabe macht hier schon ein bisschen mehr Druck. Also der ist hier. Oha, er hat gerade den Schattenschritt benutzt. Oha! Ja, oha. Und der Spion jetzt auch geupgradet hier, kann jetzt hier auch. Oder Spionage, genau. Jetzt kann er hier die Spionage wirken. Ja. Oder, warte mal, oder habe ich mich vertan? Moment. Bin ich gerade doof und dämlich? Ah, hier ausspionieren. Entschuldigung. Ja. Naja, jetzt kann er ausspionieren und. Aber macht er tatsächlich noch nicht. Er benutzt gerade erstmal die ganze. Nee, erstmal die. Genau, und jetzt. Ah, er will direkt zum Militärgebäude. Er holt sich noch seinen Jump, den er hat. Und jetzt hat er sein Militärgebäude geupgradet. Da sieht man jetzt hier Stellung auf und Kaserne auf Stufe 2. Und er holt sich die Haradrim Bestienjäger, ne? Also das sind Speerwerfer, ne? Ja. Gegen Zwerge, eine interessante Entscheidung. Sollten aber gegen die Schreitwegen sehr, sehr, sehr gut sein. Ja, definitiv. Ja. Zählen zwar, ist jetzt zwar nicht direkt eine Bestie, aber sie werden ja von quasi einer Bestie gezogen. Oder zwei. Ja. Und Harzer for Life wäre natürlich cool, aber dann kann man auch Düsterwald, Dunedain und sonstige oder was als eigene Fraktion machen und dann ja, wird es auch recht voll. Das Problem ist, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Slots, die überhaupt. Also man kann, glaube ich, maximal 10 Völker machen, wenn ich mich gerade nicht irre. Nee, 11 müssten es sein. 11? 11? Okay. Ja, also ich meine, es sind noch zwei kann man noch hinzufügen, soweit ich weiß. Ja. Zwei könnte man noch hinzufügen. Ja, alles halt begrenzt. Was man eventuell machen könnte, wäre natürlich ein System, ähnlich wie wir bei Menschen des Westens hier bei haben, hier bei Unchained, dass man sagt, hey, am Anfang des Spiels entscheidest du dich, willst du Ruhen oder Harad haben? Ne? Und dann hat man einen Menschen des Ostens Volk oder Menschen des Bösen oder so, wie man es ja nennen will. Oder Ruhen oder Harad. Ruhn oder Harad. Ja, wir nennen das Volk Ruhn oder Harad. Ne, das könnte man natürlich machen, ne? Dann müsste man die Spells natürlich wieder so aufteilen und sowas. Ist ja auf jeden Fall eine Option. Und dann könnte man das jeweilige andere auf dem Vorposten dann immer bauen. Wäre natürlich auch ganz witzig, wäre eine Option, die man haben könnte. Ist halt natürlich aber sehr viel Arbeit, ne? Man muss natürlich überhaupt wissen, ob man das überhaupt so haben will.
Ja, ja. Man muss aber auch sagen, hier in dem Spiel, also es ist ein bisschen einseitiger, möchte ich fast sagen. Ja, Rabe gibt hier ein bisschen mehr Gas, er holt sich auch direkt die berittenen Bogenschützen. Oh, deine Lieblingseinheit. Meine absolute Lieblingseinheit, jedes Volk braucht berittene Bogenschützen, bitte mehr davon. Du bist doch auch ein großer Fan, dass das Nebelberg jetzt auch noch Elite-Bogenschützen hat. Ja, ich bin allgemein. Ja, nee, ich bin. Ja, das hat er so gut, das finde ich nicht mehr so schlimm. Ich bin aber allgemein Fan von berittenen Bogenschützen. Die Welt braucht mehr berittene Bogenschützen. Ja, das kriegst du offenkundig immer wieder raus, dass du da ein sehr großer Fan von bist. Ja, Levin hat jetzt gerade 2.000 Ressourcen mal eben rausgekloppt. Auf jeden Fall hat er 3 Steinbrüche jetzt mal gleich gebaut. Wofür er die restlichen Ressourcen ausgegeben hat, weiß ich jetzt an der Stelle aber noch nicht. Ja, für die Zergenschmiede. Ah ja. Die kostet ein bisschen mehr als ein normaler Steinbruch. Ah ja, stimmt. Ja. Ja, ich habe gesehen nur, dass da 3 Gebäude hochgezogen werden. Ich habe gedacht, es waren alles 3. Ja. Ich weiß gar nicht, siehst du irgendwo von Raben eine Holzwerkstatt? Also ja. So eine Holzfällerlager? Ah nee, halt stopp, das ist kaputt gegangen. Das war nämlich direkt über den Fluss bei den Zwergen. Ah, okay, ja. War eine Holzwerkstatt. Ja, die braucht man nämlich, ansonsten wird es ein bisschen schwer, das Tor einzureißen für Rabe oder, sag ich mal, Druck auf die Festung auszuüben. Und oh, ich habe wieder einen guten Bot, der da reinjunkt bei mir im Chat. Nice, finde ich toll. Komm, magst du dich mal kümmern? ja, mache ich. Der Abendschatz oder wer auch immer da ist. Was ist bisher passiert? Es wurden Einheiten gebaut, das ist faktisch korrekt, Marco. Was ist bisher passiert? Das sind 1-0 für Rabe und wir haben Herr Ratt gegen Zwerge. Und man muss sagen, ja, es sieht für Rabe hier aktuell deutlich besser aus. Levin ein bisschen die Base zurückgedrängt mittlerweile, verliert hier immer mehr Boden. Er hat noch ein paar Sachen, so ist nicht, aber ja, Rabe steht so vor seiner Base. Viel, ne? Ja, gerade die obere Seite gehört mittlerweile Rabe komplett. Untere Seite unten noch ein paar... Ja, 2 Minenschächte hat, aber wer weiß, wie lange die noch stehen werden. Oh, jetzt joinken die Streitwegen in der Mitte rein. Ui, die kommen. Ja, der eine kommt auf jeden Fall weg, der andere. Ne, und tschüss. Nee, da war, da haben die Bestienjäger nochmal geschmissen. Da, ja, das ist. Aua, Bubu. Aua, Bubu, Streitwagen. Oh, ja, jetzt sehen wir auch das Sägewerklager. Und dann muss er erstmal auf Stufe 2 kommen. Das heißt, jetzt erstmal Holzfäller-Spam. Ach, das ist tatsächlich die Korsaren-Balliste. Ist ja witzig. Ich weiß gar nicht, hat noch andere Möglichkeiten, ein Tor aufzumachen? Vielleicht durch die Bestien? Die Halbtrolle vielleicht? Ich bin mir bei den Halbtrollen nicht sicher. Die Halbtrolle müssten eigentlich auch angreifen können, wenn ich es gerade nicht falsch in Erinnerung habe. Ich habe den Tag Harad gespielt, ich meine, die konnten auch... ansonsten Olifanten auf jeden Fall, ne? Ja, Olifanten auf jeden Fall, klar. Ja. Also das ist ja wie bei, wenn ich die mit... Wie viele Holzfäller möchte er noch bauen, um Gottes Willen? Ja, wir sehen hier auch tatsächlich Suladan, auch eine schöne Kombination mit Reitern. Ja. Passt da sehr gut dazu. Wie viele Holzfäller will er noch bauen? Ja, er will halt. Er will Holzfällen, nehme ich mal. Er will halt das Ding möglichst schnell leveln. Ja. ist natürlich dann ein bisschen kosteneffizient, aber wenn du sonst ein Gebäude aufwertest, zahlst du auch meistens 400-500 oder sowas. Ja. Gerade die Rohirrim, ich wollte gerade sagen, Rohirrim-Bogenschützen, die Reiterbogenschützen. Sind für Zwerge gerne mal schwierig zu beantworten. Allerdings hat tatsächlich in Unchained die Zwerge eine nette, coole Mechanik. Und zwar im Reiselager können sie ja ihre... Ich weiß gar nicht, wie die heißen, die einfach Reisende? Jäger oder sowas. Jäger oder Reisende. Genau, das sind, glaube ich, so Elite-Bogenschützen. Und die sollten eigentlich, ich gehe mal davon aus, recht gut sein gegen berittene Bogenschützen. Aber vielleicht labere ich auch scheiße, wer weiß das. Keine Ahnung, ich habe die tatsächlich noch nie gebaut. Bin ich ehrlich mit dir, habe ich noch nie gebaut. Wenn Zwerge Widderreiter-Bogenschützen bekommen, können wir alle besser schlafen. Ja, du vielleicht, ich nicht. Also, ich weiß ja nicht. Du vielleicht, ich nicht. So, jetzt holt sich tatsächlich Rabe noch die Händlerstraßen, warum auch immer. Irgendwie geldlos werden oder so. Ja, irgendwie geldlos werden. Aber er muss tatsächlich aufpassen, wenn er jetzt der Streitwagen hier, das ist ein guter Move von Levin, gefällt mir. Wenn er jetzt die Arbeiter hier tatsächlich killen kann, dann dauert das nochmal, bis hier Ballisten kommen. Aber ja der Streitwagen. Der Streitwagen wird jetzt auch abgeholt von Suladan. Wenn Suladan sich so denkt, das ist meiner. Reiner. Yep.
rein da. Ja, und jetzt habt Rabe auch die untere Seite hier tatsächlich sich geholt gehabt. Und Levin hat jetzt nur noch eine Außenmine. Und sieht nicht so gut aus, ne? Axeffer, Streitwegen oder Tal wären auch ein guter Konter. Ja, sind Streitwegen ein guter Konter, wenn da sowieso auch, sag ich mal, also, die... Also, wenn er ein anderes Zwergenvolk hätte, dann ja, mit Ereborn, nein, würde ich jetzt nicht so sagen. Ja, ich mache mir vor allem Gedanken um die Harad-Bestienjäger, weil die können Speere werfen und so, ich weiß nicht, ob man damit Streitwegen so gut überhaupt an die drankommen kann, deswegen. Und die Axtwerfer sind, ja, wenn man eine große Masse hat, funktioniert das. Ich weiß nicht, sind die Axtwerfer anscheinend besser gegen die Reiterbogies? Also, das kann ich dir nicht sagen. In Edain sind sie halt echt nicht so geil dagegen, muss man sagen. Nee, ich glaube auch nicht, dass es hier sind. Also es würde mich zumindest wundern. Weiß ich nicht. Warum. Vielleicht kann uns Sens da aufklären. Ja. Vielleicht kann man. So, die ersten Ballisten kommen jetzt raus, wunderbar. Und jetzt sehen wir hier auch mal die Händlerstraßen sind vorhanden. Jetzt sehen wir auch die schönen Kamele hier rumlaufen. Die Reisen sind schon eine gute Laufanimation. Ja, es gibt halt keine Kamellaufanimation, deswegen kann ich verstehen. Nee, klar. Ein bisschen wild ist. Und geht der Rabe direkt für die Zitadelle? Der will direkt für die Zitadelle gehen, oder? Ja, und Finde ich halt tatsächlich gar nicht so sinnvoll unbedingt, weil das verhindert tatsächlich nicht, dass man Spells casten kann. Nee, das nicht, aber dafür sind die anderen Gebäude, haben dann weniger Leben und weniger Rüstung. Und es zwingt den Zwerg rauszukommen, ne? Also dadurch zwingt man halt hier einen Fight direkt rauszuholen. An sich finde ich es nicht schlecht. Erste Balliste kaputt, aber die nächste kommt zugleich. Na, und ja, jetzt hat Reiter diesen offenen Fight, den er haben will, ne? Und da kann er einfach reinjoinken. Und hier steht ja noch eine Hälfte seiner Armee. Mittlerweile Todestrotz gezündet worden. Aber ich glaube, das wird auch nicht mehr so viel Unterschied machen. Den Beorn hat er noch nicht eingesetzt, den hat er schon ein bisschen länger tatsächlich. Ja, kann er auch schlecht. Es sind fast nur Piken da und ich weiß nicht, wie gut Beorn sich da halten will. Ah, tatsächlich, der Todesrotz macht hier eine Menge aus. Rabe muss jetzt mal ganz kurz zurückziehen. Und sogar Nori hat überlebt. Hätte ich gerade erwartet. Und wenn er ausgelaufen ist, wie gesagt, dann geht es von neuem los. Und dann werden wir die Ballisten wieder schießen sehen. Ja, ich finde es relativ witzig, dass Rabe so hart auf diese Spione geht. Also, das ist bestimmt der 10. Spion, den ich da rumrennen sehe. Ja, also das Ding ist, einmal braucht man natürlich die Spione für die, sag ich mal, die Verbesserung zu holen. Genau, es ist schade, dass man nicht irgendwie sehen kann, was da alles geupgradet hat. Okay, in Ego hat er sich nicht geupgradet. Ich will ja nichts sagen, aber schau mal bitte ganz kurz in Rabe Space, wenn du kannst. Aber dieser Ansturm an Karawanen. Ja, let's go, mehr Karawanen. Aber tatsächlich haben wir jetzt nochmal eine Schlacht in der Mitte und wie gesagt, jetzt Beorn ist auch da. Aber der hat nicht so wirklich ein Target und kriegt auch von den Piken ein bisschen was ab hier. Von den Spionen. Oh, wirft tatsächlich die Reiter um, gar nicht mal so schlecht. Da oben ist eine Saleme. Die hat einen Fernkampfangriff, das wusste ich tatsächlich gar nicht. Die wirft Mönche. Kannst mal sehen. Ja, bin ehrlich, ich habe den Helden nicht gebaut, der überfordert mich nämlich. Ja, ich habe mich mit Saleme auch, bin ja auch noch nicht ganz... ganz drin, wie man sie gut als Heldenkiller benutzt. Ne? Ich meine, hier ihre Fallen und so sind ganz cool, also blind und sowas. Aber sie effektiv zum Heldenkill zu benutzen, hatte ich ein bisschen Probleme mit. Und da kommt noch das GG von Levin. Ja. Ist doch mal gut gegangen, dass er Rabe Harad gepickt hat, würde ich sagen, ne? Ja, also war ne? Ich will ja nichts sagen, aber wer war jetzt an dem Ausgang schuld? Richtig, du. Ach, ich? Meinst du, wenn Rabe was anderes gepickt hätte, dann wäre es anders ausgegangen? Dann wäre das hier ganz anders gelaufen, das Spiel. Der ganz, ganz anders. Definitiv. Einfach ganz, ganz anders. So. Dann würde ich mal eben... du kannst ja gar nicht schieben, ne? Doch, ich kann schieben. Doch, kannst du. Ja, kannst du einmal hoch an die beiden? Ja. Wir sollten nur nicht zu lang machen, weil die anderen warten bestimmt. Ja, ich weiß es gar nicht. Hat Marco noch mal was geschrieben? Ob die warten auf uns? Also warten die beiden auf uns da noch? Die Sherlock und Marius? Oder? Also zumindest sind sie noch alle oben in dem Channel. Okay. Hallo, jetzt. Ja, kümmern wir uns echt mal um euch. Hi! GG, ja, zweites Spiel dann ein bisschen schneller vorbei gewesen, ne? Aber, ich denke, gerade das erste, Levin, war sehr, sehr schön von dir und, Early Game, Mid Game war sehr ansprechend anzugucken von dir, fand ich.
Angel. Ich habe sehr viele Fronten gepusht, das war... Ja, musste ich mehrfach umstellen, was ich so mache. Also ja, aber nur ganz kurz, kannst du aborten. Ach so, ja klar. Das wäre nett, weil dann kann ich den beiden schon mal schreiben, dass sie in den Raum kommen. Ja, kein Problem. Daniel, beim zweiten hast du mich ganz schön schwindlig gespielt. Da war ich mit allem überfordert auf einmal. Hatte ich ein bisschen mehr Fokus und ja, lief einfach, war einfach eine sehr gute Map für das, was ich gemacht habe. Einfach Harris mit den schnellen Harad-Einheiten. Ja, das habe ich gemerkt. Ja, und Harad habe ich auch noch nie gegen gespielt. Jetzt kenne ich das auch mal. Ja, macht keinen Spaß. Macht einfach keinen Spaß. Na gut, aber ich meine prinzipiell, ne, Turnier geht ja noch weiter für dich, ne? So ist ja nicht. Jawohl. Ich will mal eben kurz gucken, du bist Verlierer 24. Wo kommst denn du dann hin? Weißt du was zufällig, wo du hinkommst? Ach, da kommst du hin. Ich glaube, dritte Runde oder so. Ja, kommst du eigentlich auch Verlierer 102. Und da darfst du gegen den Gewinner von Zoga und ich glaube Ferdi, maybe, oder ich will jetzt nichts verteufeln oder so. Genau, Ferdi spielt gegen Godfrey und Godfrey geht hier als Favorit, glaube ich, rein in die Partie gegen Ferdi, aber ne, kann natürlich auch alles noch anders laufen, Regeln des Pokals und so, ne? Kann auch der Kleine gegen den Großen gewinnen. Wer weiß. Ich spiele. In der ersten Partie sah es gut aus. Ja, ich bin das Spiel rein, um zu lernen. Das passt und das habe ich auf jeden Fall. Gerade Fraktion Nebelberge war auch was, wo ich das zweite Mal gegenspielt habe. Also das war auch ein großer Lerneffekt. Ich habe tatsächlich die Sachen gespielt, die mit am wenigsten gespielt wurden im Turnier. Ich dachte so, komm, spielt mal das mal. Ja, aber ich spiele ja allgemein erst seit 4 Wochen. Ja, dafür ist das doch ziemlich gut. Da bist du doch gut dabei. Du hast schön, gerade mit Arno hast du schön an allen Fronten gepusht. Ja, da war ich auch zufrieden. Hast du das auch gut durchgehalten? Bist doch relativ schnell auf die Upgrades gekommen, aber... Ja, die Drachen, die hättest du fokussieren müssen in ein paar Kämpfen. Das habe ich mich noch gefragt, was ist überhaupt gegen die gut? Also prinzipiell, wenn du mit den Waldläufer und auch deinen Aranav, wenn du damit die rausfokust, die Drachen, und wenn du auch Feuerpfeile da gehst, du hast auch ein paar Fights in der Mitte dann eingegangen, die du hättest nicht unbedingt eingehen dürfen, weil du einfach outmannt wurdest, so von der Zahl her. Aber wie gesagt, wenn du da deine Armee ein bisschen zusammengezogen hättest und dann feiertest, dann hättest du die Drachen schon handhaben können. Aber ja, das Rausfokussen ist dann auch nicht so einfach unbedingt. In den Massen dann immer drauf zu klicken, ne? Ja, ich dachte, die wurden größer. Ja, später wurden sie größer, da kann man besser auf sie klicken, ja. Später. Die entwickeln sich dann quasi so weiter. Ja, genau. Die haben dann Base. So Flügelchen und so. Ah, okay. Genau, ja, die haben 3 Entwicklungsstufen, die Drachen. Schlecht. Ja, Speere bringen nichts dagegen, oder? Die sind gegen die Drachen, klar, ich weiß nicht, vielleicht können sie, wenn sie größer sind, übertrampeln oder sowas, aber am Anfang ist die beste Wahl Helden, soweit ich weiß, Bogenschützen halt. Ich glaube, du hattest auch manchmal die Hügel, also Hügelwachen haben ja die überraschende Salve. Die ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Wenn dich die Waldläufer oder die. Genau, wenn du die nach dem Upgrade von Carthane, also die Cardolan-Variante nimmst. Du hattest ja, glaube ich, Aranachtsgetreu, aber Aranachtsgetreu ist auch nicht schlecht, um die rauszufokussen. Deswegen bin ich auch mit den Drachen direkt auf die gegangen. Mhm. Okay, ja, danke. Schauen wir mal. Ja. Aber ich will euch nicht unbedingt abwürgen, aber wir haben noch eine andere Partie. Ne, du willst euch abwürgen. Ich will euch abwürgen, ja, Punkt aus. Tut mir leid, aber... Du musst das Turnierskript weitermachen. Das Turnierskript muss weiter und wie gesagt, danke für die heutigen Matches, waren schön anzugucken und wir sehen euch dann in den nächsten Spielen oder so. Rabe, weißt du schon, gegen wen du musst eigentlich? Oder? Er hat nicht drauf geguckt, keine Ahnung. Du hast nicht drauf geguckt. Vielleicht kann ich es dir sagen. Rabe, wo war denn die Partie gerade? Rabe, dein Gegner steht noch nicht fest, aber ist der Gewinner aus Godfrey vs. Ferdi. Dann kriegst du wahrscheinlich auch einen sehr starken Gegner in der nächsten Runde, ne? Nice. Viel Erfolg dir! Ja, das geht.